Nachts, wenn sie allein geblieben waren, aber noch nicht schlafen wollten, Leonardo litt in letzter Zeit an Schlaflosigkeit, las Francesco aus dem Neuen Testamente vor. Niemals war Leonardo dies Buch so neu, so ungewöhnlich und von den Menschen unverstanden erschienen. Einzelne Teile kamen ihm, je tiefer er sich in sie versenkte, wie Abgründe vor. Ein solcher Abschnitt war im 4. Kapitel des Evangeliums Lukae enthalten. Als der Heiland den beiden Versuchungen mit dem Brote und der Macht widerstanden, versuchte ihn der Teufel mit den Flügeln. Und er führte ihn gen Jerusalem und stellte ihn auf des Tempels Zinne und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so lass dich von hinnen hinunter, denn es stehet geschrieben, er wird befehlen seinen Engeln von dir, dass sie dich bewahren und auf den Händen tragen, auf dass du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stoßest. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es ist gesagt, du sollst Gott deinen Herrn nicht versuchen. Dieses Wort schien Leonardo jetzt die Antwort auf die Frage seines ganzen Lebens zu sein. Wird es menschliche Flügel geben? Und da der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, hieß es weiter, wich er von ihm eine Zeit lang. Eine Zeit lang? Was bedeutet das? Dachte Leonardo. Wann ist er wieder an ihn herangetreten? Die Worte, die das meiste Ärgernis zu enthalten schienen, die am meisten den Versuchen und der Erkenntnis der Gesetze der natürlichen Notwendigkeit zu widersprechen schienen, verwirrten ihn am wenigsten. Wahrlich, so ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so möget ihr sagen zu diesem Berge: Hebe dich von hinnen dorthin, so wird er sich heben.